Das nächste ist auch was mit dem Tier, aber nur mittelbar, ganz mittelbar, ja. Es geht eigentlich um meine Oma. Ja, es hat was mit dem Tier zu tun, das ist schon sowas, das ist jetzt kein Spaß, ja. Muss mal eine kleine Verbeugung von meiner Oma vornehmen, weil das war wirklich, also habe ich leider erst zu spät gemerkt. Da war sie schon tot, aber gut. Falls ich noch einmal neu geboren werde, dann lauf ich sicher nicht mehr auf der Erde. Ich würde in meinem nächsten Leben nur noch schweben in der Seitentasche meiner Oma ihrer Kittelschürze. Meiner Oma ganze Güte würde ich für mich alleine haben. Sie wird mich stets mit leckerem Naschwerk laben. Meine Oma mag so gern Ferrero-Küsschen. Sie überließ mir davon alle Nüsschen. Wie schön ich dann in meiner Kittelschürzen-Taschenhöhle nage. Brav, kauernd, lächelnd, Danke sage. Ich könnte beim Essen so wie immer kleckern. Meine Oma würde niemals meckern. Auf Kittelschürzen sieht man keinen Fleck. Das und deren Passform ist ihr Zweck. Geht noch weiter. Stopp. Strahlend hinter Helle schweife in die Welt hinaus. Schaue ich aus meiner Kittelschürzen-Seitentasche raus. Und immer, wenn ich etwas Böses sehe, nicht schlimm, Oma ist ja in der Nähe. Selbst wenn mir und Oma einst, und wir wollen es nicht hoffen, meine Ex-Frau gegenüberstände, fände Oma einen Weg, mich zu beschützen. Und auch noch ein Anwalt mehr würde meiner Ex nichts nützen. Ach Oma, liebe Oma, gib mir noch ein kratzig, nasses Küsschen. Schenk mir ja noch ein Nüsschen. Du gingst zu Bett, der Tag mit dir wäre schön gewesen. Ich würde neben deinen Zähnen auf dem Nachttisch sitzend noch ein wenig Pippi Langstrumpf lesen. Nur bei dir, da find ich Ruhe. Oma, du bist mein Lieblings. Känguru.